Hallo Fritz. Hallo Paul. Herr Lumix. Ich lese das ja immer, wenn ich dich angucke, deswegen. Kennst du das da noch? Gerade so. Aber er freut sich irgendwie gar nicht darüber, dass er nicht mal wieder die Sonne rausguckt. Also er sieht zumindest so aus, als hätte er schon wieder eingeschissen. Der guckt sich schon wieder, als ob du ihn schlagen willst. Ja. Ist der schon wieder böse zu dir, ja? Oh, das Kapitel. So viel dazu. Aber es geht heute um die PS13. Das da. Sehr schönes Auto für 30 Jahre. Ja. Ist sogar älter als ich, der ist 31. Nee, der ist noch älter. Ich glaube, der ist Baujahr 89. Der dann hier. Dann ist er so alt wie ich. Ja, müsste ich jetzt mal gucken. Aber ich glaube, das war ein 89er Modell. 90 oder 91. Und sieht sehr gut aus für ein 30 Jahre altes Auto, würde ich sagen. Der kam so schmutzig hier an, dass der dachte, der wäre total scheiße so vom Zustand. Das weiß ich noch. Du kamst rein, der hat aber einen schlechten Zustand. Und ich sitze so da und denke so, hä, stimmt doch gar nicht. Und ja, dann kamst du nochmal rein und hast gesagt, nee, es war einfach nur Schmutz. 3 Kilometer dicker Schmutz. Du hast ja auch so ein schönes Foto gemacht von ja. So Super RTL Late Night aus den amerikanischen billig übersetzten Verkaufsshows. Mediashop rasiert Ihnen die Fotze. Höchst atmungsaktiv. In meiner Fotze kann die Luft zirkulieren. Das war das Auto vorher. Und jetzt ist es so hinterher. Wenn du dich daran noch dran erinnern kannst. Mhm. Ja, hat ein paar schöne Specs, würde ich sagen, schön. Ein Blitzluftfilter. So eine Powerverrohrung von 50 Gen. Apexi-Kühler oder G-Ready? Was war's? Apexi. Apexi. Sehr laut. Ja. Die Abgasanlage muss ich noch mal nachgucken. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Ja, innen sieht da auch sehr gut aus. Ich meine, wieder dieses klassische Fahrersitz ist anders als der Beifahrersitz. Also der Fahrersitz wurde getauscht. Ja. Für mehr Sicherheit im Verkehr. Ja, also alles in allem kann man fast schon sagen, das JDM-Auto mit Grundausstattungspaket. Wir hatten sogar recht Glück, weil der war doch sehr unter Beobachtung von vielen Leuten. Und wir hatten den Vertrag gemacht und einen Tag später oder so fragte der Händler, ob wir denn schon bezahlen würden, weil wir warten immer noch, bis das Geld von dem Kunden kommt, ist ja klar. Dauert ja immer 2-3 Tage von Deutschland bis hierher, weil er noch einen Interessenten hätte, der den sofort bezahlen würde. Dann habe ich gesagt, nein, es geht alles seinen Gang, wir warten nur auf das Geld und dann bekommt er sein Geld. Also haben wir Glück gehabt. Kann auch mal so rumgehen und nicht immer, dass wir die Angearschten sind. Hatte ich jetzt auch erst wieder einen Fall von unserem Freund, der hier um die Ecke wohnt, wo die ganzen Autos stehen, wo du manchmal zu Besuch bist. Mhm. Da habe ich einen Benz gekauft, der eigentlich einen Tag, also am selben Tag noch in die Auktion sollte. Und dann hat Taco gerade noch so die Auktion abbrechen können, Gott sei Dank. War auch wieder allerletzte Möglichkeit noch. Das wäre immer richtig ärgerlich gewesen. Da haben wir einen Deal gemacht und dann ist das Auto in Auktion. Und am besten muss ich da noch mitbieten und das wird alles immer teurer, als wenn ich es da geholt hätte. Aber ja. Nee, geht alles seinen Gang und ja. Aber zurück zur PS13. Das ist die erste PS13, ne? Für dich. Ja. Und tatsächlich für mich so komplett auch, weil bei Autopoint, also wo ich angefangen habe, das ist ja mittlerweile nur auch schon 4 oder 5 Jahre her. 2019. Ja. 4. Da ging gerade eine weg, wo ich gekommen bin. Oder das war 2018, wo ich schon mal hier war zum Probearbeiten. Da stand die, glaube ich, hier auf dem Verladeplatz damals. Auf jeden Fall war es eine rote PS13, das weiß ich noch. Aber seitdem nie wieder eine gehabt. Das ist die erste seitdem tatsächlich. Und das Coole ist, ich bin gerade dabei mit jemandem. Wir haben wahrscheinlich noch eine zweite. Cool. Ja, vor allem ist die richtig scharf gemacht mit G-Ready Turbo. Nee, Tomai war's. Tomai Turbo und Power FC und Party und so. Klar, dass du gleich wieder abgehst. Mhm. Vielleicht fahre ich ja selber das Autoprobe und wasche das Auto. Oh, armer Tropf. Jetzt mal ohne Spaß, was hast du mit dem gemacht? Ich mache nie was mit dem. Ich weiß. Aber
Irgendwie will er, dass man das Ding. Ja, beachte mich. Ich habe Nistgemack. Was ist denn dein Lieblings-S-Chassis, Fritz? Die 14. A oder B? Oder C? Die mit den eckigen Augen, also A. Also das Facelift. Genau. Ich jetzt gar nicht erwartet, irgendwie weiß ich nicht. Ich dachte, jetzt wäre sowas gekommen wie S15 oder. Ne, die S13 als Sil-80 ist da ziemlich nah dran. Ich persönlich mag ja was ganz Ausgefallenes. Und zwar mag ich die Unevia. Genau. Am meisten. S100, also 180SX Front, also Klappscheinwerfer, aber das Heck. Genau. Und du magst es quasi genau andersrum. Genau. Ich würde aber auch so fahren, also keine Frage. Ja. Nur Dings würde ich nicht. Sil-80 würde ich jetzt nicht so. Ich mag dieses Stufenheck lieber als dieses Fließ-Coupé-Heck. Ach ja? Ja, tatsächlich. Weiß ich nicht warum. Es ist einfach so. Ist halt Geschmackssache. Richtig. Aber ich. Also nicht, dass eine 180SX hässlich wäre, bevor das wieder irgendwer denkt jetzt. Es ist einfach nur favorisiert. Im Endeffekt sind alle S-Chassis schön. Das ist korrekt. Zum Beispiel auch die S12, die sieht ja, wenn es so willst, aus wie ein i86. Irgendwo. Ja. Aber völlig außerhalb des Radars, ne? Ist so. Aber da gibt es ja so einige. Das Thema hatten wir beim R31 schon. Ja. Naja, ich wollte gerade sagen, beim Arista aber auch nicht mehr. Also nach wie vor haben den wenig Leute auf dem Schirm, aber billig ist er trotzdem nicht mehr. Nee. Aber was ist heute auch schon billig mittlerweile? Richtig. Ja, es ist ja auch die S-Chassis, das ist ja krass. Ich habe mich auch mit dem S15 wieder beschäftigt, weil jemand angefragt hatte. Also unter 20 kriegst du da jetzt schon gar nichts mehr. Also komplett hinten raus, ne? Das Einzige, was halbwegs günstig ist, sind die 18er Crowns. Ja, die kriegst du halt noch so richtig günstig. Oder anderes halt, die Skylines, die keiner mag. Also zwischen 34 und 35 quasi. Ja, genau. Also die so ein bisschen aus wie ein 53Z, bloß als Skyline. Die aber technisch gesehen gar nicht schlecht sind. Ich finde die auch gar nicht hässlich. Du kennst doch bestimmt auch diesen einen roten, der einem manchmal entgegenkommt, ja, wenn man schon zu Naga fährt. Ja, also der ist jetzt zum Beispiel auch mega geil. Ich finde die nicht hässlich. Also auch, ja, wie du schon sagst, technisch sind die auch gut, ja. Aber völlig unterm Radar. Genau. Und trotzdem günstig zu erwerben noch. Ja, das mit einem 370Z-Motor. Denkt bloß irgendwie keiner dran, so richtig. Tja. Was gibt's da noch? Naja, dann halt alles so aus dem Segment, ne? Wenn du mal den Sentry-Gegner, den Präsident nimmst, ja, der ist ja auch günstiger als ein Sentry, weil diesen werden mittlerweile auch richtig teuer. Ich habe den Tag mal so Spaß halt, weil ich was zum Posten gesucht habe. Alter, ich hab mich richtig erschrocken, ja. Wahnsinn. Sima zum Beispiel. Ja. Oder der Fuga, den hast du ja auch mal angeguckt. Ja, der ist geil. Gibt's auch mit dem 370Z-Motor. So, gerade in diesem Limousinen-Segment gibt es so einiges noch, was man sich, ich sag mal, mehr oder weniger günstig schießen könnte. Ja. Aber wenn man da was Vergleichbares nimmt, halt, was auf dem europäischen Markt rumfährt, mit den gleichen Sachen, sprich Laufleistung, Alter und Ausstattung und sowas, kommst du da trotzdem noch sehr gut bei weg. Gerade auch halt, was Crown angeht, ne? Ja. Aber auch die werden teurer mittlerweile. Wie alles. Auch wenn es da halt 130 Milliarden für gibt. Ist ja auch immer witzig, wenn jemand wegen einem K-Car oder einem Oldtimer anfragt. Das habe ich auch immer wieder, dass jemand mal wegen einem ganz alten Auto fragt, so 70er, 80er. Die müssten ja eigentlich billig sein. Aber das ist ja halt ganz im Gegenteil so. Da sind auch immer viele Leute schockiert. Auch bei den K-Cars, beim Anschaffungspreis. Die denken immer so, die kosten nicht mal 1000 Euro. Aber gerade die sind ja halt teuer, weil man keine Steuern bezahlt und keinen Parkplatznachweis braucht. Genau. Das heißt, diese ganzen Behördenunfug fällt halt weg. Deswegen haben das ja auch so viele als Zweitwagen. Weil man halt sich eben einfach mal so ein Ding holen kann. Zulassen, fertig. Also TÜV musst du schon machen. Läuft aber auch ein bisschen anders. Ich glaube, der geht sogar. Geht der 4 Jahre? Das kann ich ja jetzt nicht. Ich weiß es auch ehrlich gesagt gar nicht. Aber es ist auf jeden Fall alles wesentlich einfacher, als ein richtiges Auto zu holen. Also richtig, das heißt also, was keine K-Car-Motorisierung hat, das ist ja dann auch, selbst wenn der 1 Liter nur hat, ist es ja trotzdem schon, gilt es als richtiges Auto. Full-Size-Car. Genau. Ich würde sagen, ich meine, es sieht jetzt zwar überhaupt nicht nach Regen aus, und nein, da sind Wolken. Nein. Aber ich würde sagen, du fährst mal ein Porn machen und ein bisschen Soundkram und ich tröste ein bisschen den Hund noch währenddessen. Mhm. Also mal ein kurzes Video von der PS13, S13. Jetzt habt ihr noch den Porn und das Video und wir sehen uns beim nächsten Mal. Dann mit Besuch, weil beim nächsten Video ist dann schon Herr 102 Oktan, der immer so interessante Kommentare runterschmeißt, wie er möchte dann Fritz seinem Schienbein riechen. ist dann hier zu Besuch. Ich bin mal gespannt, was das wird. Das Interessante ist ja, das ist ja nur ein alter Ego von jemand anderem.
wo man das wahrscheinlich gar nicht vermuten würde. Würdest du das vermuten, dass da so ein asozialer YouTuber hintersteckt? Nein. Ich auch nicht. Aber gut. Ja, also wir sehen uns dann beim nächsten Mal mit Verstärkung. Euer Sumo-Team.